Habe ich ein Video hochgeladen von meinem Rohkost-Transformationsprozess der letzten 5,5 bis 6 Jahre. Und da gab es einige Menschen, die dann in den Kommentaren zum Beispiel kommentiert haben, dass sie die Rohkost nicht für jedermann empfehlen würden, dass der Darm mitspielen muss, dass da sehr viele auch Probleme bekommen haben nach 4 Jahren Rohkost zum Beispiel und ein bisschen Fasten, dass sie dann zum Beispiel ihren Darm kaputt gemacht haben oder die Augen von der Sehkraft schlechter geworden sind beziehungsweise Richtung Erblindung. Und solche Aussagen bzw. auch mal solche Ereignisse, dass halt Rohköstler mit der Rohkost anfangen, dann zum Beispiel zu schnell mit Früchten anfangen und dann auch so tierische Produkte mit integrieren, wie zum Beispiel Rohmilch oder rohes Fleisch, gibt es sehr oft. Und ein Problem dabei ist, dass die Leute, die halt mit der Rohkost anfangen, einfach gar nicht wissen, was sie da machen, was die Rohkost überhaupt ist. Und das möchte ich dann mal jetzt hier im Grunde nochmal erklären, was ist denn genau die Rohkost. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Leute die Rohkost als eine Ernährung sehen und nicht als Teil eines Reinigungsprozesses, was sie denn eigentlich ist. Diesen Reinigungsprozess kann man sich folgendermaßen vorstellen wie eine Art Pyramide oder Leiter. Und ganz unten sind halt dann die ganz herkömmlichen Sachen, wie die meisten Leute sich hier ernähren bzw. ihre Essgewohnheiten haben mit Industriefood, Fastfood, Alkohol und Drogen. Und das geht dann weiter, dann ist die nächste Stufe zum Beispiel vegetarisch, dann vegan gekocht und dann geht es halt dann weiter in Richtung Gourmet-Rohkost. Dann ganz normale Rohkost mit Blattgemüse und Salate und mit Sprossen, mit Wildkräutern. Dann geht es dann weiter, dass man irgendwann die Wildkräuter weglässt, dann immer mehr wasserhaltig wird. Irgendwann auch die Früchte kost, also sozusagen Frutaria. Und dann immer wieder Fasten mit integriert, das Fasten länger macht, intermittierendes Fasten mit einbaut. Und irgendwann dann nur noch zum Beispiel fastet, nur noch wasserhaltige Sachen zu sich nimmt, bis dann das Ende vom Glied des Trockenfasten ist. Bei diesem Prozess ist es auch wichtig zu wissen, dass man diese Leiter auch immer hoch und runter gehen kann. Das heißt, man hat vielleicht mal eine Zeit, wo man nur Früchte isst, zum Beispiel im Sommer, weil es da warm ist und sehr viel frische Luft ist. Man sowieso tendiert, mehr draußen zu sein. Und im Winter kann man zum Beispiel die schleimfreie Heilkost machen, wo man halt gebackene Sachen oder gedämpfte Sachen, sowas mit hinzufügt und Blattgemüse. Manchmal tut man mehr Fasten einbauen, wenn man 1-2 Wochen Wasserfasten oder 1-2-3 Tage kurzzeitiges Fasten. Das heißt, man variiert halt immer wieder und tut halt je nach Lebensumständen oder wie man sich halt gerade momentan fühlt oder wie halt die Entgiftung gerade reinhaut, tut man halt dementsprechend. So. Dieser Reinigungsprozess muss halt den entsprechenden Lebensumständen angepasst werden. Das heißt, habe ich irgendwelche Konflikte mit meinen Mitmenschen oder einer Familie? Habe ich dadurch deswegen viel Stress oder habe ich viel Stress auf der Arbeit? Gefällt mir meine Arbeit nicht? Bekomme ich nicht genug raus an die frische Luft oder bekomme ich nicht richtig viel Sonne ab? Mache ich genug Sport? Also solche Fragen muss man sich halt einfach stellen. Diesen Reinigungsprozess halt daran anpassen, weil sonst kann es auch wirklich zu sehr vielen Problemen kommen. Wichtig auch dabei ist, seine Vorgeschichte auch bewusst zu werden. Das heißt, habe ich dann, bevor ich mit der Rohkost oder vegan angefangen habe, mein Leben umzustellen bzw. meine Lebensweise, wie sah es denn davor aus? Habe ich viele Medikamente zu mir genommen? Habe ich viel Fastfood zu mir genommen? Habe ich viel oder wenig bewegt? Und solche Fragen muss man sich halt einfach stellen, damit man auch dementsprechend handeln kann bzw. abschätzen kann, was denn alles auf mich zukommt. Also wenn du Tage, Wochen, Monate und Jahre lang einen Körper mit Alkohol, Medikamente, Industriefraß und so weiter, die ganzen Umweltgifte belastet hast, das wird dann irgendwann wieder rauskommen, sobald du halt mit der veganen Rohkost oder allgemein mit veganen schleimfreien Heilkost und dann Rohkost und Fasten beginnst, dass dann in den Anfangszeiten die Sachen vielleicht nicht so prickelnd sein können, dass du vielleicht mal Hautprobleme bekommst, dass dir vielleicht schwindelig wird, müde oder sonstige Krankheiten, was ja letztlich nur ein Reinigungsprozess vom Körper ist. Oder auch bei mir zum Beispiel, wo ich dann mit der Rohkost angefangen habe, der starke Gewichtsverlust. Wie gesagt, mein Video dazu, 2 Tage Rohkost, verlinke ich euch oben, beziehungsweise da in der Infokarte einfach mal gerne reinschauen. Ist sehr hilfreich auch für euch, um einfach mal dieses Verständnis auch mitzubekommen. Und das ist halt einfach wichtig, hier im Internet, auf YouTube wird ja alles immer sehr schön geredet. Und natürlich möchten die Leute auch was verkaufen, ist ja alles Marketing. Da schaut ihr euch zum Beispiel ein Video an, habt da irgendwie Krankheiten, ihr wollt jetzt in eurem Leben etwas ändern, was jetzt so nicht weitergeht, dann schaut ihr so ein bisschen auf YouTube rein, klickt da ein paar Videos an, dann seht ihr die Leute, die halt dann schön von der Rohkost reden, immer nur die positiven Seiten erzählen und die negativen Sachen euch so ein bisschen unter dem Teppich kennen oder auch verschleiern und dann geht er sehr naiv in die ganze Sache ran und hat überhaupt kein Wissen oder auch Grundlage, Basics von der ganzen Thematik. Nach dem Schauen von den Videos denkt ihr euch dann, okay, gut, ich probiere es jetzt selbst aus mit der Rohkost, habt vielleicht dann die ersten Wochen und Monate gute Erfolge, euch geht's besser und auf einmal fängt es dann an, dass euer Körper tiefer mit die Reinigung reingeht und ihr dann wirklich diese ganzen Entgiftungserscheinungen bekommt und ihr euch dann ziemlich schlecht fühlt und dann die Rohkost das
die Schuld dafür gibt und sagt, die ist jetzt nicht für mich gemacht oder sie ist nicht optimal, ich gehe jetzt wieder zurück auf vegetarisch, vegan und so, das hat für mich besser geklappt. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier sagen muss, aber das sind meistens Laien oder Leute, die einfach gar keine Ahnung haben, was die Rohkost ist, überhaupt gar keinen Plan. Und die wenigsten wissen ja, dass der Körper zum Beispiel schubweise entgiftet und das, wie gesagt, das ist ein Reinigungsprozess, das ist eine Lebensweise. 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, das geht kontinuierlich weiter. Mal hast du Phasen, mal geht es dir besser, mal hast du Phasen, da geht es dir etwas schlechter. Aber tendenziell gesehen, wenn du eine solide Basis aufgebaut hast, damit du nicht immer ein Wort, Abwort und alles mögliche, wie zum Beispiel der Bitcoin, dass du dann eine solide Basis hast, wo es dann nicht mehr so, wo es halt stetig und langsam nach oben geht, vielleicht mal einen Schritt zurück und dann wieder einen Schritt nach vorne oder einen Schritt zurück und zwei Schritte nach vorne, dass du halt immer diese Kontinuität beibehältst, wie zum Beispiel bei der Kampfkunst. Und ich empfehle halt immer wieder jeden, immer langsam anzufangen, wenn man jetzt zum Beispiel schleimfreie Heilkost oder Rohkost angeht. Das heißt, dass man vielleicht zuerst vegan wird und vielleicht am Anfang vegan schleimfrei. Also die ganzen erstmal Fleisch, Getreide und Milcherzeugnisse weglässt, dann nach ein paar Monaten, vielleicht ein halbes Jahr, einen Rohkostanteil mit integrieren und den Rohkostanteil mal langsam erhöhen, 20%, 30%, 40%, 50%, einmal da halt weitermachen, bis man halt hier auf eine solide Basis ist, dass halt, wenn man die nächste Stufe angeht, zum Beispiel 80% Rohkost, dass es im Verhältnis zum vorigen Stufe keine Belastung für dich stellt, sondern wie im Fluss einfach fließend darstellt. Dann machst du zum Beispiel 80-20, also Raw till 4, dass dann ganzen Tag über Rohkost isst und dann am Abend etwas Gedämpftes oder Gebackenes, dann fängst du an 100% Rohkost, dann halt schrittweise weiter, tust halt immer wieder Fasten mit integrieren und erhöhst auch zum Beispiel diese Fastenzeiten mit. Seid euch auch bitte bewusst, dass diese Art der Ernährungsumstellung für den Körper ein Entzug ist von der Droge und der auch dementsprechend reagiert auf die Süchte, das heißt, dass ihr auch dann dementsprechend Heißhungerattacken oder Gelüste haben könnt und damit müsst ihr auch irgendwie auch psychisch mit umgehen. Das heißt, versucht auch eure Konflikte dementsprechend und Programme auch zu lösen und auch ranzugehen. Das heißt, dass ihr auch ein bisschen euch mit der Psychologie und alles mit beschäftigt und auch mit eurem Innenleben. Und schaut, dass ihr auch das richtige Umfeld bei euch habt. Also sucht euch Leute, die euch bei dem Weg unterstützen. Weil da gibt es bei sehr vielen das Problem, wenn man dann vegan wird oder Rohkost, hat man nicht mehr das richtige Umfeld, man wird nicht mehr richtig eingeladen oder kann bei den anderen nicht mehr mitessen. Wird vielleicht von den Familiengehörigen komisch angeschaut und schaut, dass ihr da irgendwie so ein Zwischending mitbekommt, dass die euch trotzdem eure Ernährungsweise so mitbekommen, macht irgendwas trotzdem mit denen, muss ja jetzt nicht am Esstisch dann zum Beispiel laufen oder wandern gehen, solche Sachen halt mit integrieren, dass man den Kontakt auch mit den Leuten pflegt, auch wenn sie zum Beispiel Fleisch essen, auch wenn sie zum Beispiel nicht vegan sind und sowas, dass man halt dann schaut, dass man irgendwie die Schnittstellen zusammenbekommt, dass man dann nochmal, weil wir Menschen ja soziale Wesen sind, schaut auch, dass ihr zum Beispiel übers Internet neue Kontakte knüpft, die zum Beispiel auch vegan sind, Rohkost und auch in diese Richtung geht, wie ihr zum Beispiel. Und guckt, dass ihr vielleicht auch Treffen mit denen organisiert oder auf einem Potluck geht, um einfach neue Kontakte zu knüpfen, weil gemeinsam halt die Reise viel einfacher ist. Zum Reinigungsprozess gehört nicht nur das Essverhalten bzw. die Ernährung, sondern schaut auch, dass ihr euch genug bewegt. Cardio und Krafttraining, macht vielleicht auch akrobatische Sachen wie zum Beispiel Kampfkunst oder auch Tanzen oder sowas. Also erstmal genug Bewegung für die Lymphe zum Beispiel, dass ihr darüber sehr viel entgiftet. Dann oft an der frischen Luft sein, genug Sonne tanken, auch wie gesagt euch mit der Psychologie so ein bisschen beschäftigen und basisches Baden. Habe ich auch schon einige Videos dazu gemacht, zum Beispiel auch zum basischen Baden, werde ich euch oben in der Infokarte zum Beispiel auch verlinken. Holt euch auch das Hintergrundwissen bzw. auch die Basics. Ich habe zum Beispiel die Bücher auf meiner Literaturverzeichnis verlinkt. Die ganzen PDFs zum Beispiel, dafür habe ich auf meiner Telegram-Arbeitsgruppe, wo ihr euch auch anmelden könnt. Findet ihr auch alles zum Beispiel unten in der Videobeschreibung verlinkt, wo ihr mich da kontaktieren könnt, wenn ihr zum Beispiel in der Arbeitsgruppe mit dabei sein wollt, wo wir uns dann gemeinsam in der Gruppe uns der Ernährung widmen möchten, dass jeder halt da, wo er gerade ist, weiter sein Leben verbessern kann beziehungsweise seine Gesundheit. Auch habe ich meine Coachings und meine Kursangebote, damit ihr zum Beispiel über dieses Angebot hier Hintergrundwissen bekommt, weil das ist nämlich das A und O, damit ihr genau wisst, was ihr da macht und euer Leben da nicht deshalb ruiniert. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.